Sonst ist hier auch nichts weiter. Weder von Gelb noch von Braun. Finde ich jetzt auch nicht besonders schlimm. Ihr seid bessere Leute als unsere normalen Speer. Ihr seid wesentlich schneller unterwegs. Hier ist definitiv nichts mehr. Dann gucken wir mal hier oben. Und wir tauschen mal die Elefanten wieder aus. Sodass wir die, die jetzt noch geheilt sind, mit rübernehmen. Sind nicht wirklich welche gestorben. Wir sind jetzt bei 73 Leuten. Das ist enorm. Und Gelb hat einen großen Verlust zu verschmerzen gehabt, nämlich die komplette untere Seite. Also hier ist wirklich fast gar nichts mehr. Ihr lasst euch bitte alle heilen. Diejenigen, die fit sind, bleiben schon mal. Das heißt, du bleibst auch. Ihr kommt alle mit hoch. Und du heilst die Leute hoch. Töre. Wie weit seid ihr mit dem Gold? Oh, schon fast durch. Super. Lasst die in Ruhe. Das ist egal. Das ist nicht ganz so schlimm. Um die kann sich der Reiter kümmern. Genau, heil mal alle Leute hoch. Also wenn die jetzt mit normalen Bogenschützen kommen, dann haben die wirklich nicht mehr viel zu bieten. Dann sieht das schon ganz gut aus. So, hier sind schon wieder Elefanten fit. Die gehen mit rüber. Ihr bleibt hier als Verteidigung der Kaserne. Und dann zerstören wir jetzt auch noch den ganzen westlichen Teil von Gelb. Und irgendwann ist nur noch Rot selber übrig. Ich glaube, die haben nicht mal irgendwelche Dorfbewohner. Ich habe bisher noch keinen gesehen und wir haben Rot auch noch nicht einmal angegriffen. Das ist schon sehr interessant. So ist gut. Ihr kümmert euch um die Kaserne, während der Rest sich um andere Dinge kümmert. Du gehst schon mal hier vorne mit hin. Hier werden alle noch hochgeheilt. Guti. Gelb muss sich immer weiter zurückziehen. Gelb hat bald keinen Rückzugspunkt mehr, wenn das so weitergeht. So schnell kann ein Dorfzentrum fallen. Wir gucken weiter. Hier ist sonst nichts mehr. Das heißt, von hier aus haben wir schon mal nichts zu befürchten. Wenn, dann kommen die eher von da. Ja, ist auch immer gut, das herauszufinden. Ab Richtung Norden. Hier haben wir noch Leute. Aha. Guckst mal, hier ist kein Turm. Hier ist aber rot. Das ist ein rotes Häuschen. Okay, es scheint so, als wenn wir hier nichts zu erwarten haben, aber auch wirklich rein gar nichts.
Gelb hat schon so viel verloren, die haben keine Chance mehr. Einer reitet schon mal weiter. Wir gucken noch hinten rum. Hier ist Wasser. Hier sind Tempel, Dorfzentren. Von Gelb. Beschützt von Rot. Ja, das ist interessant. Okay, das heißt, wir haben alles rundherum um Rot vernichtet. Wir werden jetzt runtergehen. Zu unseren Leuten, werden uns versammeln und dann bei Rot einmarschieren. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist, außer der Aufgang zu Gelb. Nö, gut. Tut, tut. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich mal ein paar Dorfbewohner, die jetzt Steine abbauen. Du kannst bitte auch ebenfalls Steine abbauen und du kommst mal mit, obwohl ihr kommt beide mit. Geht das schneller. Ihr baut jetzt hier oben einfach mal Türme hin. Dann ist von hier aus schon mal Ruhe. Dann haben wir von hier aus nichts zu befürchten und auch von da aus nicht. Wenn, dann kommen die hier von Rot. Und Rot scheint noch ein relativ großes Gebiet zu haben. Bevor wir hier hinkommen, das wird eine ganze Weile dauern. Da muss unser Held rein. Und wir müssen drei Häfen zerstören. Und das, obwohl wir nicht mal irgendwelche großartigen Kriegsschiffe haben. Ich weiß auch nicht, ob Rot noch irgendwelche Kriegsschiffe hat oder ob die irgendwo eine Armada stehen haben. Das kann ich im Moment nicht erahnen. Wir können schon mal die Leute holen. Sollten wir von hier aus angegriffen werden, wird es uns der Turm berichten. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ganz in Ruhe Zeit, uns unten zu sammeln, die Leute mit ranzubringen. Können hier noch einen weiteren Turm erbauen und haben hier einen Löwen, der uns angreift. Meine Fresse. Deswegen macht ihr so ein Gewiese. Guti. Ihr kommt bitte raus. Versammelt euch ebenfalls oben. Wir haben jetzt 76 Leute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 76 Leute. Und das, obwohl normalerweise nur 100, nee, 50 Leute möglich sind. Sehr interessant. Wir kriegen leider keine weiteren Priester ran, was ich ja zu gerne hätte. Aber dafür ist es zu spät. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Gold abzuernten. Keiner hat sie bisher genutzt. Zumindest Gelb nicht. So, und ich hoffe, unsere Armee ist bereit, den bösen Gelben in den Hintern zu treten. Ich werde jetzt schon mal den Rest erforschen, einfach nur, weil ich es kann. Dann ist das soweit durch. Bessere Mauern. Ich weiß sowieso nicht, wozu man Mauern braucht. Ich habe noch nie Mauern gebaut. So, alle Forschungen sind damit abgeschlossen, die für mich wichtig sind. Der Rest ist mir egal. Wir gehen jetzt hoch zu den anderen, werden uns oben versammeln und gehen gemeinsam bei Rot rein. Da ist es mir auch egal, ob die ein oder zwei Priester haben, meinetwegen auch 10, das ist mir völlig Wurst. Unser Priester versammelt sich mit dem anderen Priester, die heilen sich schon mal gegenseitig, dass die noch ein bisschen was aushalten. Und dann werden wir oben die Phalanx als erstes bekehren. Dann ist die nämlich schon mal weg. Ach, ich freue mich. Es wird so schön. Lasst euch alle heilen. Ihr seid alle noch geheilt. Auch hier haben wir Leute.
die sich mit rüberstellen können. Unser Held bleibt hinten, ihr kommt ebenfalls mit hoch. Von unten haben wir nichts mehr zu erwarten, unten wird uns nichts mehr angreifen. Ist das ein schönes Bild, guckt es euch an. So viele passen gar nicht in unsere Leiste unten rein. Wir können gar nicht alle markieren und mit allen zugleich hochgehen, das will ich auch gar nicht, aber es ist sehr interessant, wirklich. Guti, die Forschungen schließen sich nach und nach ab, wodurch wir natürlich das ein oder andere noch mit dazu bekommen, egal ob es Schiffe sind oder irgendwelche Besonderheiten, bessere Rüstung. Top, die Watte quillt. Und jetzt greifen wir die Häfen an. Mit LP02 wird gespeichert. Seid ihr bereit, meine Elefantis? Meine Bantifantis. Warte mal, woher kenne ich Bantifanti? Das kommt mir so dermaßen bekannt vor. Ah, ich weiß. Okay, ja, nee. Ehemaliger Let's Play-Kollege. So, auf geht's. Ihr geht rein. Alle Elefanten rein in die Materie. So ist gut. Jetzt haben wir auch die beiden. Sehr schön. Ihr kümmert euch um die Elefanten. Priester gehen weiter mit rein. Unsere Schützen laufen ran. Wenn erstmal die Türme weg sind, dann haben wir schon mal einen guten Eingang. Dann ist alles ruhig und hier werden auch gleichzeitig noch die Mauern kaputt gemacht. Besser geht's kaum. Ihr haltet schon mal die Leute hoch. Es kann sein, dass der ein oder andere stirbt. Das passiert. Das gehört leider mit dazu. Es trotzdem versuchen zu verhindern. So, jetzt müssten wir an den Turm auch rankommen. Super. Okay, wir sind schon gut eingedrungen bei Rot und haben jetzt auch Gelb so ein bisschen noch im Visier. Die Priester schauen sich mal ein bisschen um. Gegebenenfalls gibt es noch mehr Leute zu rekrutieren. Ja, hier. So ist gut. Alle Mann auf ihn da. Ihr seid ganz normale Phalanx. Keine Zenturionen. Ihr kommt alle höher mit rein. Alles zerstören. Wir müssen hier ein bisschen Platz schaffen. Damit die Leute auch wirklich alle durchkommen. Mal die Häuser hier weg, damit wir hier auch wirklich Platz schaffen können. So ist gut. So, wieder ein Elefant für uns.
verschwindest. Ihr könnt ruhig mit hochkommen. Es gibt noch genug zu tun. Für jeden von euch. Hast schon jemanden bekehrt? Dann bekehr mal den da. Er will sich nicht bekehren lassen, kann's aufhören. Sagen, wie lange hält der denn durch? Ist ja Wahnsinn. Du gehst auf den Turm unten. Ach, das läuft, das läuft. Wo ist mein anderer Priester hin? Da. Meine Priester gehen mal bitte vor. Und schauen mal, ob sie noch jemanden finden können. Gegebenenfalls können wir die Priester bekehren, dann haben wir wenigstens mehr Ruhe. Reißt alles ab. Macht alles kaputt. Da sind noch Priester. Speichern. Unter LP02. Umgekehrter Bekehrer. Gab sogar ein Achievement. Okay, das war doof. Aber ey, wir haben ein Achievement, immerhin. Weil wir einen Priester bekehrt haben. Gut, dann werden wir hier unten erstmal alles vernichten. Es wird oben nicht ganz einfach sein. Wir hauen jetzt erstmal alles hier unten noch weg. So ist gut. Und wenn wir hier mehr Platz haben, können wir auch mit der kompletten Armee hochgehen. Die Frage ist jetzt nur noch, wo hat Rot seine Häfen? Guti. Boah, hier geht noch zu viel ab. Mal ganz ehrlich. Ihr geht bitte alle nach oben. Alles vernichten hier. Auch unsere Elefanten versagen so langsam. Aber wir haben immer noch sehr viele Leute. So, der gehört schon mal uns. Und wieder einer. Perfekt. Ja, teilweise verlieren wir ziemlich viele Leute aktuell. War das? Oh, verdammt. Sie versuchen sich zu wehren. Alle Mann rüber. Unsere Priester bekehren die Priester, aber die lassen sich nicht bekehren. Die hören aber gespannt zu.